So, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP-Action! Festung der Stürme, wie ich es immer mal wieder falsch aufsage, aber Auge des Sturms sind wir mal wieder gelandet. Einer der, ich spiel's, wenn's kommt, kommt's halt, da bin ich, kann ich halt nicht viel sagen, aber irgendwo, wo ich, ähnlich wie Silberbruchmine, man möchte dort nicht sein, aber wenn's halt drauf ankommt, versucht man halt das Beste draus zu machen, ne? Das ist halt eine, da hat man auch zu viel Erfahrung mitgemacht, dass die Allianz sehr, sehr schnell mal gerne Führung aus der Hand gibt. Wir hatten auch super tolle Momente, muss ich zugeben, wir hatten auch sehr knappe Momente. Ich bin mal gespannt, wie es so laufen wird. Ich bin immer mehr so der Fan von außen durchpushen, aber momentan sieht das so nicht nach außen pushen aus. Es sieht mehr so danach aus, erstmal in die Mitte gehen und hoffen, die Flagge zu kriegen. Was du in ersten 5 Minuten sowieso nicht kriegen wirst. Das ist natürlich, das wissen halt wenige, aber wir wissen's. So, die G. Oh ja, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir super gut. Die Flagge mal vernachlässigen und direkt erstmal außen vorgehen und angreifen. Lieb ich. Ist gut, kann man so machen, gefällt mir auch. Da kann man auch, da bin ich auch wirklich klare, der klaren Überzeugung, da kann man auch gerne einmal die verdammte Flagge auch hergeben, ne? Hauptsache, man schafft es dann, einen Punkt quasi einzunehmen oder mindestens so kurz so, ja, halt so ein bisschen so zu ergrauen, würde ich mal schon so behaupten, zu ergrauen. Jo, beide tot, geil. Jo, hat sich ja gelohnt für mich nochmal hier so herzukommen, ne? War ein geiler Anblick, ich hau wieder ab, ne? Jo, da bin ich wieder weg. Jetzt natürlich werden sie die Drehneiturme angreifen. Ja, ja, ja. Wir werden natürlich alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Und dann schauen wir erstmal zu, wie wir die hier hart rasieren werden. So. Ja, natürlich. Da hauen sie ab wie die letzten Muschis. Da hauen sie ab wie die letzten Muschis. Ja, ja, klar. Hau ab, Alter. Genau, das ist gut. Der Push, der kommt gut. Alter, vor allen Dingen der da. Das ist ja richtig geil. Selbst wenn sie die Flagge nicht bekommen, wenn sie da so richtig heftig gut rangehen, dann kann man da auf jeden Fall was reißen. So, jetzt heißt es hier, wir haben ja erstmal unsere eigenen Probleme am Start. Ne? Erstmal hier versuchen, die Punkte irgendwie einzunehmen. Kann man machen. Wir haben Heiler bei uns. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, den nicht jeder hat. Der Junge wird hier sterben. Ja, abhau. Nee, Digga, nicht bei mir. Nicht bei mir. Wer mich kennt, weiß, gegen für Pussys habe ich kein Mitgefühl, Alter. Die sterben direkt mit als erstes. So, den Typen erstmal hier schön verdrängen, damit er hier erstmal gar nichts probiert. Genau, Haupt, du Fotze. Heil mich erstmal auf, ein bisschen Finte rein, macht ja nichts. Hier, kannst du mich mit ballern, ich gebe keinen Fuck. Für uns ist es wichtig, genau das hier. Den Turm, jawohl, und hinten auch noch einer. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Wenn man jetzt mindestens einen einnimmt. Es müssen nicht mal zwei sein, es reicht nur einer. Dann läuft das schon mal sehr gut für uns. Dann läuft schon mal das ganze halbe Spiel für uns verdammt gut. Weil jetzt, wo will er mit der verfickten Flagge hin? Nirgendwo kann der Assi hin, weil nix ist da zum Einnehmen, mein Freundchen. Das ist natürlich problematisch für dich, ne? Die Punkte fließen nicht, für uns fließen die Punkte, das ist halt klar. Die haben zwar die Flagge, aber pff, wo will sie das abgeben? Und solange keine Punkte fließen, kriegen wir wenigstens mal die Punkte. Dreierpunkt, perfekt. Drüben eingenommen. Sehr, sehr geil. Erstmal schon mal ein guter Vorsprung. Alle gehen jetzt dort und holen das ein. Wenn wir es lange genug halten können, können wir so einen Vierer aufbauen und dann erstmal so die Punkte sprießen lassen. Also ich habe noch nie erlebt, dass wir in Festung der Stürme mal 4 Punkte gleichzeitig besessen haben. Und selbst wenn, dann nur für eine ganz kurze Zeit. Wir sollten vielleicht versuchen, mindestens ein paar Sekunden das Ding zu halten. Mindestens ein paar Sekunden. Man merkt es schon, man sieht es schon, wie heftig die Punkte hier fließen, wenn man das Ding, wenn man alle 4 Türme hat. Und diesen Vorsprung, den müssen wir uns sehr schnell erstmal aufbauen. Ne? Das heißt für uns erstmal halten. Halten, halten und halten, was das Zeug geht. Okay. Ne? Ja, Mann, das war natürlich ein sehr kurzes Vergnügen. Aber mindestens, was das Gute daran ist, dass, ja, der Vorsprung und ganz nicht schlecht. Ja, was heißt, der Vorsprung ist gar nicht so schlecht. Also der Vorsprung ist einigermaßen akzeptabel. Also man sieht das ja ein bisschen, haben wir auch was hier erobert, erbaut. Ich meine, wir haben ja immer noch hier einen Punkt, den wir halten können. Einigermaßen noch für eine Weile. Fragt sich noch, wie lange, aber fürs Erste reicht das erst aus, das und erfüllt seinen Zweck. Also selbst wenn sie da den einen Punkt durchbringen, ist ja zwar schön und gut, ne, aber da, ich habe das mal erwähnt, manchmal sind wirklich Punkte besser als eine verdammte Flagge. Also das ist wirklich so. Das müssen auch erstmal die Leute begreifen, dass lieber Punkte einnehmen, deutlich mehr bringen als eine Flagge. Eine Flagge gibt ja nur einmalig so einen geilen, heftigen Punkte-Boost. Aber ein Punkt, den du auch wirklich kontinuierlich halten kannst, der gibt dir deutlich mehr über die Zeit her als so eine Flagge.
Der Kollege bleibt stehen, macht nichts, soll auch ruhig machen, meinetwegen. Die sind im Nachteil. Die müssen jetzt erstmal drauf hoffen, wieder irgendwas hier einnehmen zu können. Das läuft! Sehr, sehr gut. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wir werden auch hier weiterbleiben und das Ding verteidigen bis zum geht nicht mehr. So, drüben sieht das einigermaßen in Ordnung aus. Nur ein Belagerer. Da drüben sieht das auch eigentlich in Ordnung aus. Die Horde ist momentan ziemlich dumm dran. Kämpfen in der Mitte, was mehr so an die Allianz erinnert. Mir soll es recht sein, wenn sie sich da mit dummen Sachen beschäftigen, als mit Flaggen einnehmen und Punkte einnehmen und solchen Sachen. Eigentlich warte ich jetzt... Jawohl. Der Schurke hatte keine Wahl, wer musste abgeben, sonst wäre es für ihn gewesen. So, ich würde mal sagen... Ich hole mir mal die Flagge. Es war jetzt keine so geile Idee, den Punkt ja so unbewacht zu lassen, aber aktuell geht an den Punkten niemand ran. Niemand ist an der Flagge. Alle battlen sich so in der Mitte um ihr Überleben. Und was übrig bleibt, ist der gute Stück hier. Und das nehmen wir gleich mit nach Hause. Sehr schön. Perfekt. Ohne große Probleme. Gefällt mir sehr gut. Okay, Magierturm verloren. Natürlich jetzt nicht so gerade das Geile. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, dahin zu gehen. Ich riskiere es mal lieber nicht. Lieber versuchen wir erstmal auf die sichere Schiene überzugehen. Und halten erstmal das Ding. Für uns wichtig, gar nichts tun. Zur Punkt gehen und warten. Wir haben momentan den entscheidenden Vorteil. Wir sind im entscheidenden Vorteil. Vor allen Dingen Flagge, Punkte, alles sind wir im Vorsprung. Alles haben wir mehr als die Horde. Und das ist jetzt erstmal das, was es zu halten gibt. Oder besser gesagt versuchen sollten, auch aufzubauen. So, wenn sie schaffen, den Magierturm wieder einzunehmen, haben wir ein gutes Stück Arbeit wieder verrichtet. Aber selbst wenn sie es wieder 2-2 machen. Also man sieht es, wir sind in der deutlich besseren Position. Und für mich heißt es jetzt nur noch so, ja, es ist zwar langweilig, aber es ist ein Teil des Jobs. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen rumstehen und, ja, die Situation beobachten. Wir könnten natürlich die Flagge abgeben. Wäre eine Möglichkeit und vielleicht spekulieren, dass da vielleicht noch jemand die Flagge holt. Aber ich möchte es nicht riskieren, vor allen Dingen, weil der Kampf in der Mitte sich ein bisschen aufgelöst hat und jetzt alle so mehr so Richtung wieder Flagge, Mitte und Punkte einnehmen geht. Für uns wichtig jetzt einfach nur noch da zu sitzen und, ja, auf den entscheidenden Moment zu warten, um die Flagge abzugeben. Das merken wir spätestens dann, wenn 10 Millionen Leute an mich drangehen und mir die Hölle heiß machen wollen. Dann wissen wir, es wird Zeit, die Flagge abzugeben. Aber solange dieser Moment noch nicht da ist, bleiben wir erstmal noch so in der Verteidigungsform und warten erstmal, bis sich das Gekusel da ein bisschen aufgelöst hat. Vor allen Dingen, wenn sie es schaffen, den Magierturm wieder einzunehmen, das wäre echt geil. Weil der Drehneiturm, boah, der Blutelfenturm, das ist schon mal... Das war ein sehr guter Schachzug. Das hat die Horde sehr bei... Ja, zur Überraschung mitgenommen. Und vor allen Dingen dann noch den vierten Punkt, boah. Da war es schon nicht schlecht. Da sah schon mal nicht schlecht. Also, der erste kommt auf mich zu. Natürlich hinter der Mauer verstecken, ne? Wir sind ja schlaue Menschen. Ja, okay, ein Mann. Also, ich will dir ja nicht sagen, dass... Ich will ja nicht sagen, dass du eine Chance hättest, aber die hast du nicht. Also, ich bin zwar mit Flangenlast bewaffnet und ich krieg ein bisschen mehr auf die Fresse... Aber da braucht es deutlich mehr, um mir die Eier zu polieren. Guck mal an, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Bam! Friss Blei, Alter. Hier, Stunts, dies, das. Hier, tschüss, Alter. Netter Versuch, die Kollegen waren da ein bisschen schlauer als du. Im Alleingang? Witzig. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. 3 Punkte. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich kann mich hier so hinsetzen. Leider habe ich nichts zu fressen dabei oder irgendwas zu trinken, sonst würde ich jetzt mich einfach hier so hinsetzen und warten auf eine gute Gelegenheit. Ja, so, gib ab. Okay, gut. Vielleicht auch eine sehr gute Situation. Momentan sind wir sowieso in der besseren Führung und in der Mitte sind sowieso auch ein paar Leute dran, die dann halt die Flagge einnehmen können. Ich mag es zwar nicht, auf Buffet sowas zu machen. Meistens will ich das lieber ein bisschen so abschätzen und abwissen, so nach dem Motto, okay, lohnt es sich jetzt, das Ding zu holen oder nicht? Momentan scheint es aber eine gute... Ja, ist eine gute Idee. So, jetzt heißt es nur noch hinhalten. Hinhalten, hinhalten, hinhalten. So, nimmt die Flagge. Nimmt die Flagge, perfekt. Und damit ist schon der Hälfte, ist schon die Hälfte meiner Arbeit erledigt. So, vielleicht noch einen geilen Kill für abstauben. So, hier, zack, tot. Vielleicht kriege ich den Kill, was wäre sehr, sehr geil. Ansonsten nehme ich erstmal das, was ich kriegen kann. Hier so ein Halb-Goblin, Alter. So ein halbes Goblin. So einen halben Goblin. Oh, mit einem Schurken. Ey, ey, auf... Das ist uncool. Aber nichts, was ich mir... Alter, ich will jetzt unsichtbar gehen. Darf ich jetzt mal unsichtbar gehen? Danke.
So, was können wir jetzt hier noch so großartig ausrichten? Komm hier, Heiler, Drecksäcke. Für die habe ich sowieso nichts übrig. Das sind die letzten Menschen, für die ich überhaupt noch irgendwas übrig habe. Was? 2 Punkte verloren? Gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Warte mal, da gehe ich auch wieder zurück. Scheiß auf die. Auf gut Deutsch. Ja, die wichtigeren Dinge stehen jetzt wieder an. Und zum Beispiel hier unseren Magierturm einnehmen. Das wäre ja so der wichtigere Schritt. Ach, warte mal. Hier an sich brauche ich hier gar nichts machen. Eigentlich bin ich hier komplett fehl am Platz. Interessiert mich auch gar nicht. Die sollen hier machen, was sie wollen. Ich gehe lieber und beschäftige mich mit dem wichtigen Ding. Und zwar hier. Unserem Vorsprung, den wir uns wirklich massiv aufgebaut haben, will ich jetzt hier nicht durch so eine Kacke hier wieder verlieren. 3 Punkte. Man hat uns quasi ausgespielt. Aber sehr gut, dass wir wieder unseren eigenen Magierturm haben. Ja, es ist nur... ich glaube nicht, dass es jetzt noch sonderlich großartig viel... ich glaube nicht, dass es viel bewirken wird. Die Flagge haben wir. Den Punkt haben wir auch. Oh, fuck. Da gehen Leute an ihn ran. Und der ist nicht... Oh, der ist gerade nicht so mit einer dichten Masse bevölkert. Der wird... Was? Der wird ja auch gar nicht verteidigt. Yo. Alter. Also, ich hoffe, der Typ weiß, das nicht abgeben jetzt... das abgeben erstmal noch keine... Ja, hat's abgegeben. Verdammt. Er ist ja zwar jetzt nicht schlimm... Nur halt müssen wir uns wieder um die Mitte betteln. Jetzt heißt es wieder, wer kriegt die Flagge? das gute alte Spiel. Wer kriegt die fucking Flagge? Wenn wir schlau sind, wieder schön hier wegpinnen und sie von irgendwie, von irgendwas abbewahren. Ne? Wegpinnen funktioniert nicht. Ja, da hat er gedacht, dass er hier irgendwo in so einen kleinen Stoßer machen kann. Hier, fick dich mit deinem Stoßer. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Tja, hat sich ja für dich großartig ausgezahlt. Das war ein flaues Lüftchen. Okay, oha. Alter, da hat der Demon Hunter wenigstens genauso gedacht wie ich. Direkt als erstes erstmal schön weg ist dann hier, damit die dir nichts bewirken kann, nichts machen kann. Nee, das war's. Was willst du großartig machen? Da kannst du echt nichts mehr machen. Also, man könnte echt versuchen, noch vielleicht irgendwo einen Punkt zu heilen. Das ist vielleicht etwas, Schätzchen, das hättest du dir anders überlegen sollen. Vor allen Dingen so offensichtlich heilen. Boah. Na komm. Jetzt reicht's aber langsam. Das war jetzt witzig. Ich habe jetzt darüber so ein paar Sekunden gelacht. Jetzt ist es nicht mehr so witzig. Auf Wiedersehen. So. Eine Heilung. Oh, sowas liebe ich immer, wenn Heiler sich um einen kümmern. Du wirklich eine sehr wichtige Person für sie bist. Wie so eine Art Mutter Teresa halten sie dich in ihren schützenden Händen und heilen dich bis zum geht nicht mehr. Das sind die Heiler, die willst du in der Gruppe haben. Das sind so die Menschen, mit denen möchtest du dich gerne umgeben. Jo, was kann man jetzt noch so machen? Ja, ich würde sagen KD klatschen, ne? Ein bisschen so für die KD, ein bisschen noch was Schönes erbauen. Genau. Solche sind perfekt. Menschen mit wenig Leben, Menschen, die man noch so ein bisschen hier so zack, zack, tot. Hier, guck mal an. Freiwilliger vor. Jawohl, Digga, hier, friss. Ja, bringt dir der kleine Rückstoß nichts. Hier, direkt einen Nierenhieb rein. Zack, ballert ihn weg. Aber das ist mein Kill. So, das wollte ich nur noch mal so. Das ist so ein Statement, was ich noch dazu setzen wollte. Das ist mein Kill. Da habe ich die größte Arbeit reingesteckt. Also bitte, ja, nicht verkacken hier. Perfekt, nochmal die Flagge geholt. Yo, was soll man da großartig machen? So muss Auge des Sturms laufen. Die Horde darf sich hier nicht wohlfühlen. Dem muss man einfach so fett den Stinkefinger zeigen und sagen, hier, ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt. Wir sind hier auch noch da. Und da genau das haben wir gemacht. Und das hat uns dann den wunderschönen Sieg beschert. Ich würde sagen, das war eine ganz super geile Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.